Hi und herzlich willkommen zurück bei Alan Wake und jo, ab zur Farm, war. Ich hoffe bloß, dass dem Haus, was wir da am Ende der letzten... Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt hatte. Ich hatte mich bis hier allein durchgeschlagen, aber Barry war Barry. Lol, ich habe da eine Anzeige von einer Batterie, habe ich vorher noch gar nicht mitgekriegt. Nein, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass wir hier alles gemacht haben in dem Haus oder dass das mitgenommen wurde, weil ich kam jetzt halt nicht mehr rein. Weiß ich noch nicht, ob das gespeichert wurde, aber ich glaube, wir sind durch das Fenster wieder raus, ne? Also durch die Türen kam ich auf jeden Fall nicht mehr. Ich hoffe, dass das passt alles. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir da am blödsten hinkommen. Mal ganz vorsichtig. Halt. Aussteigen, Mann. Ich dachte nämlich, den Weg wären wir erst hochgekommen. Ne? Aber da hier ja noch ein lecker Kaffee ist, ich werde wahrscheinlich zwischendurch, wenn man mit dem Auto rumgönneln kann, auch einige vergessen haben, was jetzt nicht so schlimm ist. Allerdings werde ich da wahrscheinlich auch so ein bis... 5 Manuskripte übersehen haben, kann ich mir gut vorstellen. Was natürlich weniger geil ist, aber mein Vorhaben zum Ende steht ja noch. Warte mal. Also, dass ich zumindest vielleicht so eine Extra-Folge mache, von wegen alle Manuskripte und so, ne? Wenn dann die Zeit passt. Aber da ich eigentlich ganz gut dran bin, das Problem in Anführungsstrichen ist ja bloß noch, das, was ich abends auf dem Horrorspot habe, da möchte er ja dann auch weiter bedient werden, ne? Und wenn das irgendwann nicht mehr so der Fall ist, ist das halt, ja, hat halt auch irgendwo Priorität, weil, ja, das ist ja ein halber, oder zum, ja, nicht ein halber, ist ja zum größten Teil ein Horrorkanal, also, ne? So, sehr schön. Da haben wir auch eine mehr. Denkst du, ich habe das mal jetzt geguckt, ob ich das umstellen kann? Ich Blödmann? Nee, ne? Habe ich natürlich nicht. Hier haben wir nichts weiter, aber warum geht's hier hoch? Also hier ist noch sowas wie eine Tür. Aber zeigt denn nicht noch ein Pfeil hier irgendwie nach oben? Mir war so, als ob da noch ein Pfeil nach oben gezeigt hätte. Okay, oben ist leider nichts. Hätte sein können, dass da noch eine Seite ist oder so. Wie kam ich... Hallo? War hier nicht eine Tür? Ah, ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich werde aber mal... Oh. Vielleicht besser von den Scheinwerfern her. Jetzt müssen wir aber oben noch... Ich habe schon überlegt, ob ich es vorher anstöpseln sollte oder nicht. Das Problem ist bloß, wenn das angezeigt wird, habe ich ja nicht mehr so viel Zeit wie bei einer PS4 zum Beispiel. Leider. Kann auch sein, dass das jetzt hier der richtige Weg ist und ich gar nicht den direkten Weg nehmen kann. Alter, die Karre ist arschlangsam. Moment, ist das Barrys Karre? Ich dachte nämlich, ich könnte erst so zur Farm fahren. Okay, hier kann ich auch bloß einsteigen. Oh, warte mal. Ich habe aber das Gefühl, wir waren hier schon mal. Weiß nicht, als ob ich jetzt gerade wieder einen Weg irgendwie zurückfahre. Ja, Alter. Okay, gut. Ne, hier ist ein Radio, was wir noch nicht hatten. Und... Ich bleib mal bei der Schrot. Obwohl, wie viel haben wir denn da? Nur 8. Ja, nur. Da haben wir 5. Weil das halt auch nicht so schlecht ist. Also, wie ihr alle wohl bemerkt habt, ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle gespürt haben, endlich da. Die Jungs vom Wetterdienst sagen, dass er bis morgen früh toben wird. Vielleicht noch länger. Lasst mich diesbezüglich nochmals die Vermisstenanzeige vorlesen. Die Polizei sucht immer noch nach einer Frau, 30 Jahre, schlank, blond, mit blauen Augen. Sie hat sich vielleicht im Wald verirrt und ist womöglich bei einem Autounfall verletzt worden. Wenn ihr sie seht, schafft sie bitte ins Trockene und ruft den Sheriff. Bei diesem Wetter sollte man nicht draußen sein. Also, wenn ihr jemanden seht, der ein wenig verwirrt aussieht, seid ihr behilflich, okay? Hier spricht Pat Main auf KBFFM, in der Hoffnung, dass ihr heute Abend alle im Warmen seid.
Ich wollte bloß mal gucken, wo der Weg vielleicht hingeführt hätte. Bin ich mir jetzt nicht so... Na toll, Ellen, danke. Bin ich mir jetzt nicht so wirklich sicher. Toll. Nein. Ist das wieder so ein großer Oompa-Loompa? Ist er, ne? Muss ich weiter, weil ich muss ihn hier kriegen. Oh shit. Warte. So, jetzt. Gut, da war es natürlich ausweichen ein bisschen schwierig. Wo kamen die denn jetzt her? Das Ding ist, ich bin mit der Karre, glaube ich, einfach schneller. Ich muss nochmal zurück. Tut mir echt leid. Tut mir echt leid. Ich muss aber nochmal zurück. Ich will einfach wissen, ob der Weg da auch direkt zur Farm gegangen wäre oder nicht. Zumindest hatte ich doch hier ihn gesehen, in der Abbiegung. Jo, die führt, glaube ich, direkt zur Farm. Oder? Also kann sein, dass wir jetzt wieder am selben Ende hier rauskommen und dass das scheißegal gewesen wäre. Jo, es wäre scheißegal gewesen. Okay. Dann haben wir nicht so... Wow. Nicht so viel Weg. Schlecht gemacht? Sagt man das so? Keine Ahnung. Was halt bloß echt nervig ist. Warum muss jetzt die Nase anfangen zu jucken? Ja, natürlich. Das ist wohl ein Witz. Okay, der ist auch weg. So. Hey, warum lebt... Das macht halt unglaublich viel Spaß mit der Karre. Okay, keine Ahnung, warum der... Ich wollte gerade sagen, warum der jetzt nicht zurücksetzt. Und 100 Pro, der Dicke lebt noch. Wo ist denn jetzt der andere hier, Cleaner? Schmutzfink. Ach so, das ist ja der... Siehste? Ah, da bist du. Kann ich nicht die ganze Zeit mit dem Auto durch die Kante hier brettern? Wäre doch viel nicer. Na, und hier ist, glaube ich, schon auf. Also ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Schade. Wenn man erstmal mit Ruhe und Gemütlichkeit herangeht, ne? Naja, was willst du machen? Aber auf jeden Fall Munition gespart. Okay, ungünstig. Ah, ich vergaß. Ganz ruhig, mein Kleiner. Wow. Was hast du dir so gedacht, du Arschloch, ne? Es läuft. Zum Glück. Ich meine, wenn ich einen Start... War das letzte Aufnahmestart gewesen? Ich glaube schon. Also vor fünf Folgen oder so. Wo ich am Anfang so echt so... Nee. Okay, hier ist natürlich wieder ungünstig. Aber... Komme ich wahrscheinlich nicht rein. Nee. Shit. Ah, schade. Man hat jetzt hier relativ viele Gebäude, wo man theoretisch rein könnte, aber ich glaube, wird wahrscheinlich alles bald zu sein. Och ja, und er stirbt hier fast einen Höllentod. Nee, hier muss es reingehen. Guten Tag. Gut, Leuchtpistole, immer noch wichtig. Immer noch wichtig, dass wir da viel haben. Ansonsten... Schade.
Oh, fuck. Au. Hab ich ein Glück, dass der mich nicht getroffen hat. Hilfe. Das wäre aber wahrscheinlich schnell vorbei gewesen. So, erstmal ordentlich alles nachladen hier. Jenge, Junge, da hat das ja fast gar nicht gebracht, da reinzugehen. Aber gut, für die Leuchtpistole ist halt immer noch so... Ne? Obwohl ich dann halt echt mal gespannt bin. Weil den nächsten Durchlauf werde ich ja mit Albtraum machen. Wie der so sein wird. Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Halt, wir müssen sie abwehren! Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen! Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition in sowas rumliegt? Und zwar überall! Nein, nicht nur einer, Alter! Wow, fuck! Ja, dann mach auch, Alter! Muss ich dem irgendein Signal geben? Och, scheiße, da war die Kackpuppe dazwischen, Mann. Junge. Junge, Mann, das sind zu viel. Oh, toll, wo ich keine Schrotflinte hab, Mann. Nein, Alter, du hast doch gerade die scheiß Jagd. Das ist für dein Geld. Das ist auch ein Weg unseres gesamten Lebens. Oh, lol. Wow. Ja, gedrückt halt, du bist ja lustig. Leck mich am Arsch, Alter. Der hat da mal richtig nach, Mann.
Alter, fick die Hölle. Du Drecksack. Das war der Hammer! Bright Falls, Amerikas Rock'n'Roll-Hauptstadt. Hey Al, hier geht's zur Farm. Halt deine Fresse. Das habe ich überhaupt nicht gesehen, Alter. Okay, man hat vielleicht gemerkt, dass ich ein wenig, voll drauf konzentriert war. Lol. Warte. Lol, Hochleistungslampe. Die wird mir aber nicht viel bringen, weil die mir wahrscheinlich gleich wieder weggenommen wird. Oh, Hilfe, ey. Das war eigentlich Spaß gemacht, aber ich war gerade ein bisschen sehr überfordert, muss ich sagen. Obwohl wir haben halt einen Haufen Scheiß hier. Okay. The Farm. Du Penner, Alter. Jetzt das mal wenigstens. Oder? Der hat ja bald gar nichts gemacht. Okay, hier haben wir nichts. Oh, ich hoffe, das hat gespeichert. Warte mal. Warte. Bevor ich dem... Ich weiß nicht... Was ist das? Genau, ich wollte gerade sagen, an der Bühne müsste doch bestimmt auch was sein. Habe ich schon wieder eine Seite übersehen? Deputy Mulligan ignorierte Thorntons Geschwätz. Er hielt Atoren nicht für besonders nützlich und eine große Menschenjagd hielt er für Schwachsinn. Kein Grund, Kaffee und Kuchen zu verpassen. Es war ja nicht einmal klar, was er getan hatte, außer auf der Wohnwagenanlage vor ihnen zu fliehen. Mulligan wusste, dass er nicht allein war. Der Sheriff verlor auch die Geduld mit dem FBI-Mann. Okay. Scheiße, dann wird das wahrscheinlich hier irgendwo auf dem Feld sein. Oder ich hab's... Naja, gut auf dem Feld. Könnte auf dem Feld sein. Das ist halt echt ein bisschen... Und bei Albtraum wird das ja nicht schön, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die da auch ein bisschen öfter spawnen, die Kollegen. Wie gesagt, Vorhaben steht noch, wenn ich es nicht geschafft haben sollte, dann gibt es da halt nichts extra. Oder erst irgendwann. An sich macht es Fun. Ich hoffe bloß, dass das nicht zu, naja, für mein Nervenkostüm nicht zu anstrengend ist, wenn ich dann auf schwer spiele. Mal gucken. Siehst du, kein Grund zur Sorge. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Komm, Alter. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Klar, darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Ist hier noch was anderes? Nee. Ich habe jetzt bloß oben da was blinken sehen. Keine Ahnung, wofür. Ja. Ja. Warte. Ellen hat bloß zwei Flaschen Kaffee, glaube ich. Das, ihr wisst ja, ne? Er braucht halt Sinn. Ich glaube, Ellen nein. Möchte etwas loswerden. Wie war das, Al? Oh, ich bin Ellen Wake. Ich liege immer richtig. Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmolle ich den ganzen Tag lang. Ernsthaft und launisch. Das macht mich anziehend und geheimnisvoll. Das kommt doch da niemals hoch, Mann. Jetzt gerade stehe ich hier nur rum, weil mir mein bester Freund Barry helfen muss. Aber schon okay, er ist immer da. Ach so. Hä? Ja, gut. Das war eine tolle Showeinlage. Ja, gut. Vielleicht auch so. Sieh dir das Ding an, Al. Die haben die Wikinger-Nummer echt auf die Spitze getrieben. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier irgendwas gesehen. Sieh dir das ganze Zeug an. Oh. Wir verbringen wow, Night Springs. Halt die Fresse, Mann! Erinnerung wach. Weißt du noch, als ich dir diesen Auftrag besorgt habe? Aber dein erster echter Job als Autor. Dein Durchbruch. Ist das ein halt Erfolg? Dein Maul, Mann! Halt bloß die Klappe, Barry. Der Traum der Träume. Nein, die ist von jemand anderem. Halt deine Schnauze! Wir begleiten Mr. Jones, der das endlose Traumland erforscht, bis er aufgehalten wird von etwas zu Alltäglichem. Einer Schlange und Menschen. Hey, Jones, ja? Okay, wir müssen warten, bis Ihre Hoheit da drüben bereit ist. Wow, wer ist das? Sie kennen ihn nicht? Sind Sie neu? Das ist der, der uns träumt. Also, er träumt nicht nur uns, er träumt alles. Alles hier. Halt, nein. Ich träume gerade. Ich schlafe. Ist das nicht mein Traum? Oh ja, klar.
Sehen Sie es ein. Sie sind nur ein Traum. Ich bin ein Traum. Sie sind ein Traum. Der Vogel im Taucheranzug ist ein Traum. Und die süße Puppe da hinten. Definitiv auch. Aber ich bin sicher, dass ich träume. Vielleicht sind Sie ein wirrer Traum. Bin ich Psychiater? Ich halte mich jedenfalls an die Schlauköpfe. Und die sagen, er erledigt das Träumen. Der da. Ich weiß nicht, was das heißt. Dass wir ihn bei Laune halten. Keine Abstürze. Wir sorgen dafür, dass er Kleidung trägt, wenn er rausgeht. Keine Fluchten vor Monstern, bei denen er wie wild rennt, sich aber nicht von der Stelle bewegen kann. Nichts in der Art. Denn wenn er plötzlich aufwacht... Ja, genau. Wir warten also, bis er weiter möchte und halten alles schön ruhig. Hey, etwas passiert hier. Ja, was denn? Was? Hören Sie es nicht? Oh, du liebe Güte, ein Wecker. Das sind Sie, oder? Bitte, ich habe Frau und Kinder. Bitte nicht wecken. Okay. Wieder strange. Erinnert mich ein bisschen an Dreamfall Chapters. Warum auch immer. So, ja, Jacke, ja, gut, Jagdgewehr habe ich ja nun nicht mehr. Ich habe mir nicht umsonst die Schrot genommen. Das Problem ist bloß, wenn du in so einem Kampf schnell die Waffe wechseln willst. Sagen wir, das Ding wäre leer geschossen. Ey, du musst da halt erstmal eine halbe Ewigkeit rumstehen. Gut, wäre vielleicht mit einer Leuchtfackel möglich gewesen. Fällt mir jetzt auch erst ein, aber so in der Hitze des Gefechts, ne? Oh, warte mal, das KW. Och, Alan, ja, ist gut, du kriegst ja hier deinen Kaffee. Da, Kaffee, gönn dir. Und jetzt aber wieder. Lol, dass das wirklich gerade funktioniert hat. Aber auch nicht lange, also. Ja, unser guter Alan. Der alte Kaffee-Fetischist. Ja. Ja, komm, erstmal lesen. Erstmal lesen, Alan, ne? Ich hab halt wirklich wieder eine Seite. Mal gucken. Oh, so viel haben wir gar nicht mehr. Es ist 1976 und auf der Anderson Farm tanzt der Bär. Auch wenn es jeder Logik spottet, ist die berauschendste Zutat ihres selbstgebrannten, ungefiltertes Wasser aus dem Cauldron Lake. Die Andersons fühlen sich wie Götter. Odin kann nicht aufhören zu lachen. Er überlegt, sich ein Auge herauszuschneiden. Thor rennt über das Feld, nackt, mit gellenden Schreien. Mit dem Hammer in der Hand versucht er, den Blitz zu fangen. Ihre Lieder haben Macht. Etwas Uraltes rührt sich in der Tiefe. Kehrt zurück. Okay. Das Wikingerboot sah beeindruckend aus. Fast wie ein Rambock. Ah, ja. Warte. Giesen, okay. Old Gods of Asgard. Der, oh, Entschuldigung. Die Ragnarok-Tour 75. Der Zorn der Götter wird kommen. Ja, aber dass sie trotzdem ein bisschen sehr, sehr durch waren, ja, das wussten wir ja schon. So. Wow, gute Arbeit. Ah, ja, kein Ding. Kaputt machen kann ich ganz gut. Ey, ich habe aber... das Gefühl, dass der Strahler... Okay, doch, ist doch bloß ein einfacher, aber dass der wesentlich besser wirkt. Ja, toll, das war... Wow. Was ist denn das bitte schön gewesen? Oh, da ist ja noch einer. Fuck, die habe ich gar nicht gesehen. Da kommen ja noch mehr. Sag mal, wie oft soll ich hier noch ausweichen bei den Pennern? Ach, Entschuldigung, aber ist doch wahr. Ich drücke halt schon im Vorfeld, damit der mich auch ja nicht erwischt, aber es bringt halt nichts. Okay, warte mal, wo ist denn... Ah, okay. Barry schon raus. Na, wo bist denn du jetzt? Nur?
Ach scheiße, ich habe ja die Schrot jetzt und nicht das Jagdgewehr. Shit, habe ich voll vergessen. Ich wollte gerade sagen, hä, warum? Haben wir das Jagdgewehr jetzt wieder? Ich glaube, wir könnten hier durch, ja. Bist denn du? Hä? Hä? Ich sehe ihn nicht. Was ist er denn? Huhu. Ich glaube, wir könnten hier, aber wo? Müssen wir da oben rein? Ich meine, ja, ich habe hier Haufen stehen Strom, da will ich aber ehrlich gesagt nicht reinlatschen. Hey, ja toll. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gar nicht, wo ich hinschieße.